aus dem Weg. Der Schnaps muss zu dem alten Mann gebracht werden. Mein Job. Hau ab. Hier können wir noch nichts weiter machen. Aber ihr werdet bald sehen, was da noch passieren wird. Jenseits von Berg Kurz liegt das Sabelgebirge. Gut, das merken wir uns mal. Wir gehen jetzt mal nach unten. Schiff fährt nirgendwo hin. Schiff fährt nirgendwo hin. Okay. Dann hätten wir fürs Erste alles hier erledigt. Dann holen wir uns mal ein Schokobo. Mit A oder oben auf dem Steuerkreuz läuft er vorwärts. Links und rechts lenken ihn mit dem B-Knopf, springt er von ihm ab. Aber Vorsicht, er kehrt dann sofort zurück zu seinem Stall. Okay. Da ist ein Haus. Wir wollen mal gucken. Was ist denn hier los? Dieser Duft. So, schlafen wir erstmal. Okay. Tonic erhalten. Und hier sein Lieblingstee. Das Geschirr, er hat es immer benutzt. Oh, jetzt geht's wieder schlafen. Seven war hier? Und was? Ihr kennt den Kerl? Natürlich, vor ein paar Tagen ging er fort, kurz nachdem er von Duncans Tod erfuhr. Er ging in die Berge. Ich hörte, Duncans Sohn Vargas ist auch verschwunden. Das bedeutet nichts Gutes. Ah, weißt du was? Wir speichern erstmal. Und dann werden wir die Aufnahme für heute erstmal beenden. Speichern natürlich hier drin. Und da sind wir wieder bei Final Fantasy 6, liebe Leute. Ich habe ein bisschen was an der Stabilität der Anwendung getan. Es stürzt mir nicht mehr ab. Es sollte eigentlich auch nicht mehr ruckeln, weil ich einen anderen Filter eingestellt habe. Und ja, ich wollte mich natürlich auch so ein bisschen dafür entschuldigen, dass jetzt 2 Tage keine Final Fantasy Folge gab. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich hatte halt viel zu tun und sowas. Und ja, musste mich halt erstmal darum kümmern. Und schon haben wir wieder einen Kampf geschafft. Das geht ja sowas von arschschnell. Habt ihr gerade gesehen, das war gerade der große unbekannte Schatten. Wir werden noch herausfinden, wer das ist. Ich weiß es natürlich, weil ich das Spiel schon ewig spiele. Aber ihr werdet es halt auch noch erfahren. So, Magie anwenden. Beziehungsweise Magie wirken heißt das. Ja, und ich bin hier so nebenbei am gucken, welches mein drittes Projekt wird. Meine dritte Spielserie, entweder Resident Evil 6 oder Fable 3. Ich bin momentan noch am Überlegen. Ich weiß es noch nicht genau,
Aber das wird sich halt in nächster Zeit rausstellen. So. Ach, scheiße. Wir sollten mal gucken. Ich will mal ganz kurz darüber. Ich weiß nicht, was uns da hinten erwartet. Könnte sein, dass wir hier Glück haben und irgendeinen Schatz finden oder sowas. Könnte aber auch sein, dass es irgendwie blöd war, da hier wieder rauszugehen. Wir gucken einfach mal. Ah, wusste ich doch. Ein Zelt. Für alle, die schon mal ein Zelt aufbauen wollten. So. Und ein... Oh, zwei Schläger. Ach, wisst ihr was? Nee, wir wirken jetzt mal keine Magie. Weil es reicht ja, wenn wir den Flitzebogen verwenden. Von Edgar. Ich wollte gerade sagen Edward. Edward, der Vampir. Der weichgespülte Warmduscher-Vampir. Okidoki. Und hoch. Ja, ich habe so einiges vor. Es sind nicht nur Tutorials und andere Spielserien. Es wird auch Comedy dazukommen. Da arbeite ich momentan mit einem Kumpel was aus. Ich bin noch nicht ganz sicher, wann das Ganze dann anfangen wird. Das kann ich euch noch nicht genau sagen. Aber es wird kommen. Solange wir hier ein wenig überleben. In Final Fantasy. Und irgendwie war das gerade gut. So. Edgar ist tot. Fürs Erste. Ist erstmal außer Gefecht. Wir sollten mal gucken, dass wir zumindest eine Phönixfeder benutzen. Mache ich immer äußerst ungern, weil das so die Gegenstände, die relativ selten sind, diese Phönixfedern. Du kannst sie zwar auch kaufen, aber sie sind einfach teuer. Okay. Ein Keiler und und mehrere Zirpios. So, dann sollten wir mal gucken. Magie. Im Magie-Kochstudio. Oho. Und tot. Ja, ich habe auch furchtbar viel Spaß an der Spielserie. Ich arbeite momentan auch wieder an den Remixen. Aber alles zu seiner Zeit. Wir könnten jetzt theoretisch mal... Ah, was kommt denn billiger? Was haben wir denn? Wo haben wir die Tinktur? Tinkturen sind seltener. Wir haben aber auch nur ein Zelt. Sollten wir oder sollten wir nicht? Ich würde sagen, wir sollten erstmal nicht. Man muss ja nicht zwanghaft irgendwie ein Zelt benutzen. So, und ich würde sagen... Wir werden wieder angegriffen von Trilliums. Och, die hasse ich ja. Die hasse ich ja wie die Pest. Die sind so weit von assi. Weil die können einen nämlich auch vergiften. Das haben sie ganz gut drauf. So, und Angriff. Jetzt. Sieh zu. Und fertig. 268 Goldmünzen. Goldstücke. Oder auch einfach Gil. G-I-L. Wir stehlen einfach mal. Und? Nicht geklappt. So. Und wir sind natürlich vergiftet. Oh, es ruckelt tatsächlich mal. Sollte eigentlich nicht mehr passieren, weil wir jetzt auch so ein ganz... Ja, einfachen Filter eigentlich verwendet haben. Wartet mal. Wir können ja mal gucken. Gegengift haben wir nur zwei. Gegengift-Zauber haben wir mehrmals. Drei. Ja, dann werden wir ihn mal ein bisschen verzaubern hier. Und ich würde sagen, wir sollten mal abspeichern. Weil ich weiß jetzt nicht, wann uns der Boss erwarten wird. Och Gott. Och Gott. Wir stehen mal vom Keiler ein bisschen was und werden dann den Flitzebogen verwenden. Tonic geklaut. Das ist auch immer gut.
So. Wir haben es geschafft. 440 Goldstücke. Reicht auf jeden Fall bald, um ein bisschen was Vernünftiges einzukaufen. So, Trillium. Ich würde sagen, wir benutzen nochmal Terras Feuerzauber. Sollte helfen. Wir können ja doch eine Tinktur benutzen. Ach, bringt ja gar nichts. Okay. Egal. Tod ist tot. Ohne Hausverbot. Das ist der Vargas. Wartet mal. Wir werden erst nach diesem Kampf gucken. So, wir stehlen vom Keiler. Wir benutzen einen Flitzebogen und irgendwie ist das so auch ganz gut. So, Kampf. Tod. Ja, Level Up ist jetzt gar nicht verkehrt. Und wir sollten mal gucken. Quellzauber geht schon nicht mehr. Brauchst du 5 Magiepunkte. Ich würde einfach mal sagen, das reicht. Sollte reichen. Fürs Erste. So, und dann speichern wir kurz ab. Gucken trotzdem nochmal hier eben. Optimal, optimal, optimal. Okay, Relikte haben wir auch ordentlich angelegt. Ja, Summon schickt euch, oder? Batz. Wer bist du? Summon ist hier? Du hast uns beobachtet, richtig? Brillant, so ist es! Pech für euch, mich hier und jetzt zu treffen! Ja! Wir haben jetzt erstmal allerhand zu tun. Wir bestehen jetzt erstmal die Beeren und wirken dann einen Feuerzauber. Und hauen das volle Paket an Angriffen raus. Da die gar nicht so einfach sind. Und wir recht schnell mit unserer